Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte lassen Sie mich zunächst eines klarstellen. Wir sprechen heute nicht über EU-Fördergelder, wir sprechen auch nicht über Geld aus Brüssel und wir sprechen auch nicht über Geschenke, die wir bekommen. Wir reden über Steuermitteln, die den Malochern und Arbeitnehmern im Schweiß ihres Angesichtes weggenommen werden. Wir alle sind gehalten, mit diesen Geldern, die uns anvertraut werden, verantwortungsvoll umzugehen. Und kurz zu dem Herrn Dr. Bergmann, der anscheinend nicht weiß, dass wir auch ein Europawahlprogramm haben, können Sie im Internet finden. Und Sie machen hier einen Antrag für die EU mit Entschließungsantrag, Herr Dr. Bergmann, und Sie haben das angesprochen. Ein Strukturförderprogramm, wie Sie das fordern und wie Sie auch einen Länderfinanzausgleich fordern und auch ein GFG, das soll auch dazu dienen, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse angleichen. Aber das Gegenteil ist der Fall und die Spaltung wird immer größer. Das scheinen Sie aber leider nicht zu verstehen, Herr Dr. Bergmann. Wer morgens um 5:30 aufsteht, wer sich durch Stau und unpünktliche Bahnen zur Arbeit schafft, dort jeden Tag aufs Neue anständige Arbeit abliefert, der hat einen Anspruch darauf, was schon Friedrich der Große wusste, und ich zitiere ich, eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiße ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu helfen beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. Zitat Ende. Insofern kann ich Ihnen, liebe SPD, nicht folgen. Es gibt keinen Zwang, diese Steuermittel, diese Geldmittel auszugeben, nur weil sie da sind. Das ist bei uns allen zu Hause so, das war offensichtlich bei Friedrich dem Großen so. Warum sollte es also anders mit dem Geld sein, was uns die Steuerzahler anvertraut haben? Eher ist Nachdenklichkeit angebracht. Von dem Nettobeitrag der Bundesrepublik an die EU entfallen rechnerisch 3 Milliarden Euro auf NRW. 3 Milliarden Euro pro Jahr. In 6 Jahren also 18 Milliarden Euro. Und wir reden darüber, dass wir uns hier freuen können, 2,4 Milliarden Euro aus dem Strukturförderprogramm zu bekommen. 2,4 Milliarden, die auch noch mit einem riesigen Bürokratieaufwand daherkommen. Anträge, Formulare und Prüfungen, die sich über Jahre ziehen, daneben Beiräte und Arbeitskreise, die die Verwendung akribisch überwachen. Dabei wäre es doch viel einfacher, die Zahlung einfach an die EU um mindestens 2,4 Milliarden Euro zu reduzieren. Dann hätten Sie das Geld selbst in der Hand und könnten selbst aus dem Land direkt Förderprogramme durchführen, ohne irgendjemanden fragen zu müssen und ohne große Bürokratie. Dann sehen vielleicht auch unsere Straßen bald so gut aus wie in Spanien, Madeira oder auf den Kanarischen Inseln. Wie wäre es denn, wenn wir einfach aufhören, verzweifelt Möglichkeiten zu suchen, das Geld der Steuerzahler nur möglichst schnell unter die Leute zu bringen? Und wir haben ja den wunderbaren Beirat zur Strukturförderung namens OPEFRE oder in Langform Operationelles Programm Nordrhein-Westfalens für die Förderung von Investitionen in Wachstum und Beschäftigung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Allein der Name birgt für Bürokratie. Und in diesem Beirat wurden uns dann seitens der Kommission tatsächlich 2 gelungene Strukturförderprojekte als Beispiele aufgetischt. Einmal 400.000 Euro für die Verbraucherzentrale, damit diese die X-te Energiesparberatung durchführen kann. Zum anderen 400.000 für das Wuppertaler Klimainstitut, um noch mehr politisch einseitige Studien zum sogenannten Klimawandel zu erstellen. Dafür kriegt das Institut aber bereits jetzt 5 Millionen Euro aus Landesmitteln. Ich weiß, der SPD ist es nicht genug. Die will vielleicht 50 Millionen oder 500 Millionen ausgeben. Das können Sie ja beim nächsten Mal beantragen. Doch was hat der Malocher, der bald aufgrund Ihrer Klimapolitik seinen Arbeitsplatz verliert? Was hat dieser Malocher von Ihren Strukturförderprogrammen? Nämlich nichts. Er darf lediglich jeden Tag arbeiten gehen, damit Sie das Geld mit vollen Händen ausgeben können. Der Bürger möchte endlich eine Entlastung. Und Ihr Problem, liebe SPD, ist, dass das Geld nicht schnell genug ausgegeben wird. Wir sehen jedoch keinen Anlass für ein Dezemberfieber im Juni, liebe SPD. Wir wollen nicht, dass die Regierung das Geld heraushaut wie ein betrunkener Matrose an seinem letzten Tag Landurlaub. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank.